Hallo Freunde, es wurde mal nach The Last of Us wieder Zeit, miteinander Zeit zu verbringen. Wir haben hier die Nathan Drake Collection und ja, diese wird jetzt gespielt. Ich würde sagen, wir fangen auch dann gleich mit dem ersten Uncharted-Teil an, der da irgendwie drin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr als diese drei Uncharted-Teile jetzt gibt, die irgendwie relevant sind oder so. Oder halt, irgendwie, ja, ob das halt die Hauptstory ist und es irgendwie Nebenableger gibt, ich weiß es nicht. Hier, Drake's Fortune, Among Thieves and Drake's Deception. Ich glaube, es geht in diesen drei Spielen hauptsächlich um Drake. Also Nathan Drake. Okay. Was spielen wir? Drake's Schicksal Remastered. Uncharted 2, Among Thieves und Uncharted 3. Okay, das sind also Uncharted 1, 2 und 3. Was gibt es denn für Optionen? Das Spiel. Untertitel aus ein. Brauchen wir Untertitel? Wenn es Deutsch ist, nicht. Spieletipps ein. Lassen wir mal am Anfang. Tutorial. Benachrichtigung bei Freundesstatistik machen wir mal aus. Fotomodus aktivieren mit Ding aus. Okay. Das hätten wir. Steuerung. Das sehen wir dann. Anzeige. Ja, wird schon passen. Audio. Lautstärke und Ausgang. Lautstärke, das ist wichtig. So, die Soundeffekte drehen wir runter. Die Musik auch ein wenig. Darf ein bisschen lauter sein, Sprachausgabe lassen und Film lassen wir auf, ne, auf volle Kanne. Das sollte, denke ich, dann, ja, wie auch immer, funktionieren. Sprache, Text Deutsch, Untertitel Deutsch, Sprachausgabe, eigentlich eine deutsche Sprachausgabe, ah ja, stimmt, gab es ja bei The Last of Us auch. Okay, fangen wir mal an. Oh, jetzt sind wir nochmal im Hauptmenü von Drakes Schicksal. Neues Spiel. Spielmodus Kampagne. Fortlaufende. Nee, Kampagne. Forscher. Einfach, normal, schwierig, extrem schwierig und gnadenlos muss man noch freispielen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal normal. Denn, wie heißt das? The Last of Us haben wir auch auf normal gespielt. Okay, ah, okay, ich muss Spieldaten anlegen. Okay, er hat einen kurzen blauen Bildschirm. Und da dreht sich so eine Münze. Was ist das für eine Münze? Ist das irgendeine Währung? Sir Francis Drake im Jahr 1587. Okay. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, 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 was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition hey, nicht bezahlt hey, hey, hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles wow, wow, zu sehen, was wow. wir... Halten Sie mal die Luft an. Sally, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen.
Naja, keine männliche. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Drücken Wie Sie haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen okay, mich seit... Okay, Option. Ich, ach, da oben ist Option. Was bin ich denn blind? Ich muss noch mal kurz die Audio-Settings ein wenig ändern. Ich muss die Soundeffekte und die Musik dann noch ein bisschen leiser machen. Und vielleicht die Sprachausgabe und den Film ein bisschen. So in etwa, hoffentlich. Denn ich habe ja hier im Chat stehen. Wochen, ich dachte schon, Sie wären weg. Was haben Sie diesen Kerl getan? Na, das ist eine lange Geschichte. Ja, gleich geht's dir dreckig. Oh, ich hab gar keinen. Ich kriege ihn nicht. Oh. Zack, weg. Die Jungs können Sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen. Wieso fährt das Boot weg, wenn die Typen, die drauf sind? Oh, okay, das war... Okay. Macht keine Gefangenen! Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Mies! Oh, da konnte man... Hä, da kann man irgendwie kämpfen? What the fuck? Naja, egal. Ja. Was the... Wo, ja. Was? Hä? Puh. Was war das? Okay, mit X laufe ich drüber. Was ist mit dem da? Immer hier nochmal diese Einbindung. Ah, okay, mit hey! Drücken Sie 4-3-4, um eine Brachial-Kombo auszuführen. Was? Wo? Okay, da ist Munition gedroppt. Hier nicht. Oder so. Oder kann ich keine mehr aufnehmen? Wahrscheinlich kann ich keine mehr aufnehmen. Komm, Sally, wo bist du? Keine Gefangenen. Mist! Ja! So, ich würde bitten, Kira oder jemanden nochmal auf den Sound zu achten. Oh mein Gott, Drake! Der da hat einen Raketenwerfer! Oh. Was? Okay, das ist nicht gut. Was what the fuck hat der da? Alter, so brennt. Was ist das? Was? Wieso soll. Was? Meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Wieso dreht er sich da? Ach, Gott sei Dank. Oh nein. Verdammt. Das Schiff geht hoch. Ins Wasser. Ja. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Okay. Los. Ja, ja. Kein Flugzeug holt uns scheinbar ab. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt?
kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Eldorado? Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sag ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, das kann nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Ja, sind sie einfach abgehauen. Hey, die Suche nach Eldorado. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Ja, wir suchen Eldorado, wo auch immer sich dieses befinden möge. Gut. Vielen Dank für die Sound Information. Gibt es denn ein Echo? Das habe ich irgendwie. Das müsste ich noch gern wissen. Und dann können wir Eldorado suchen. Kann man irgendwie hüpfen? Ah ja, hier kann man hüpfen. Okay. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Danke, Spiel. Ich bin schlauer als du. Was sind das? Sind aus wie Mini-Dinos. Oder waren das Affen? Ich glaube, das waren Affen. Ja. Okay. Kann der auch schwimmen? Bitte.